Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich, dass Sie dabei sind bei diesem Vortrag zum Thema Lehre oder Bericht, was die Apostelgeschichte des Lukas über Sprachenreden, Gütergemeinschaft und Geistesempfang sagt. Wir wollen überlegen, ob diese Berichte des Lukas für uns heute quasi dogmatische Bedeutung haben, dass wir alles auch eins zu eins in den Gemeinden umsetzen müssen oder im persönlichen Glaubensleben oder was wir daraus lernen können. Wir ja gerade in Bezug auf gewisse Aspekte des geistlichen Lebens sind das entscheidende Fragen, die sich hier stellen, und wir wollen darüber versuchen, biblische Antworten zu finden. Weitere Einzelheiten dazu kann man nachlesen in meinem Buch Hermeneutik der Bibel grundsätzlich zur Auslegung und Anwendung biblischer Texte bei Jota Publikationen erschienen. Die 8. Auflage des Buches soll demnächst erscheinen. Zurzeit liegt die 7. Auflage vor. Hier sehen Sie nochmals das Buch und die Themenübersicht, die Gliederung. Erstens wollen wir darüber sprechen, über grundsätzlich zu Erzähltexten der Bibel allgemein und zur Apostelgeschichte. Zweitens über die Gütergemeinschaft, über die sogenannte Gütergemeinschaft. Drittens etwas zum Geistesempfang sagen. Und viertens über das sogenannte Sprachenreden oder Zungenreden. Grundsätzlich zu Erzähltexten der Bibel allgemein zur Apostelgeschichte. Gott ist ein Gott der Geschichte. Er offenbart sich schon am Anfang der Bibel als Gott, der handelt. Wir lesen ab im ersten Buch der Bibel in Kapitel 1 vom ersten Buch Mose nicht Paragraph 1 so und so, eine philosophische Abhandlung über Gott, Gott ist so und so, sondern wir lesen, wie Gott gehandelt hat, indem er in 6 Tagen das ganze Weltall schuf und den Menschen, wie er sich selbst offenbart hat, in Aktion. Eine gewaltige Selbstoffenbarung Gottes in Aktion. Und diese Selbstoffenbarung Gottes spielt dann in der späteren Geschichte Israels auch eine ganz entscheidende Rolle. Gott handelt, Gott führt, Gott verurteilt die Götter der Ägypter, Gott richtet die Ägypter und ihre Götter. Und diese Geschichten, die Gott mit Israel macht, die er Israel durchleben lässt, die sollen erzählt werden, die sollen den Kindern und den Kindeskindern erzählt werden. Dahinter steht der Gott Israels. Es geht also darum, wie Gott ist und wie er in der Geschichte handelt. Das ist sehr zentral. Gott handelt und daran erkennen wir, wie Gott ist. In der sogenannten historisch-kritischen Theologie spricht man von Glaubenszeugnis statt von historischen Ereignissen. Man geht also sehr oft davon aus, dass es sich nicht um historische Ereignisse handelt. Das sei sekundär, ob das so stattgefunden habe, sondern das seien Glaubenszeugnisse der Israeliten gewesen, was sie im Glauben erlebt haben, sozusagen zurückprojiziert in diese Handlungen Gottes. Sei nie so geschehen, aber nur im Glauben. Und damit habe man den Glauben stärken wollen. Frage ist, ob diese Ereignisse unwesentlich sind, dass sie auch tatsächlich so geschehen sind, ob es keine Rolle spielt. Ich meine, es spielt eine große Rolle auch für unseren persönlichen Glauben, ob der Gott der Bibel auch so gehandelt hat und ob er so handelt oder ob das nur alles erfundene Geschichte sind. Für die Schreiber der Bibel ist das keine unwesentliche Frage. Lukas zum Beispiel betont am Anfang seines Evangeliums sehr stark, wie sonst kaum jemand, dass er allem nachgegangen ist, dass er nachgeforscht hat, um wahre Geschichten, um wahre geschichtliche Begebenheiten zu berichten über das Leben Jesu. Nach dem Motto, es sind keine Mythen, sondern es sind echte Geschichten, die so hier in Zeit und Raum geschehen sind. Und das ist auch der Anfang der Apostelgeschichte. Das ist, was Petrus im 2. Petrus 1 ab Vers 16 betont, wo es um die Verklärung Jesu geht. Petrus sagt, wir sind nicht
ausgeklügelten Mythen gefolgt, sondern wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen auf dem Berg der Verklärung. Das war also etwas, was Petrus und die Apostel mit den physischen Augen gesehen haben, wie Jesus sich verwandelt hat. Gollinger sagt, biblische Erzählungen sind mehr als Geschichte, nicht weniger als Geschichte. Sie sind also wahre Geschichten, aber sie sind nicht nur wahre Geschichten der Vergangenheit, sondern sie sind Geschichten, die Gottes Handeln darstellen mit dem Volk und die darum auch etwas lehren wollen über Gottes Handeln, wie Gott mit seinem Volk handelt. Es geht also um mehr, in dem Sinn um mehr als Geschichte, aber dahinter steckt die Gewissheit, dass es sich um wahre Geschichten der Vergangenheit handelt. Übrigens gibt es ja heute sehr viele archäologische Funde, die bestätigen, dass es sich um echte, wahre Geschichten handelt und nicht einfach um Erfindungen der Fantasie des Glaubens. Die biblischen Erzähltexte bieten oft den Rahmen, den äußeren Rahmen für die Lehrtexte und sie illustrieren diese Lehrtexte. Wenn wir zum Beispiel an die neutestamentlichen Briefe denken und wenn wir jetzt keine Evangelien hätten und keine Apostelgeschichte, wären wir in mancher Hinsicht gar verloren. Wir könnten diese Briefe nicht historisch-geschichtlich einordnen. Und damit könnten wir sie auch nicht so sorgfältig auslegen wie jetzt. Die Apostelgeschichte hilft uns, gibt uns einen Rahmen vom Wirken des Apostels und hilft uns, die paulinischen Briefe besser einordnen zu können. Das ist eine ganz große Hilfe für die Auslegung der Briefe. Stuart und Fee sprechen Bezug auf die Erzähltexte der Bibel von drei Ebenen der Erzählungen, was sicher eine sinnvolle Unterscheidung ist. Erstens geht es um Gottes Geschichte mit der gesamten Menschheit. Seit der Schaffung von Adam und Eva, seit dem Sündenfall, hat Gott ein Ziel vor allem vor Augen, nämlich das Heil der Menschheit, dass die Menschen sein Heil erleben. Die Heilsgeschichte steht im Zentrum, Gottes Geschichte mit der Menschheit. Das ist das klare Ziel. Das führt uns schlussendlich über Jesus, über Golgatha, hin zur Gemeinde, hin zur Wiederkunft Jesu, hin zur Neuschöpfung von Himmel und Erde. Und unterhalb, die zweite Stufe, wäre Gottes Geschichte zum Beispiel mit der Menschheit von Adam über Noah bis Abraham, dann mit Israel von Abraham bis zur Geburt Jesu mit Israel, dann mit der neutestamentlichen Gemeinde bis zur Himmelfahrt. Das sind, und die Wiederherstellung Israels, das sind alles untergeordnete Geschichten. Schlussendlich geht es um Gottes gesamte Heilsgeschichte mit der Menschheit. Innerhalb dieser zweiten Stufe können wir wieder weiter eine Unterstufe sehen. Das ist die dritte Stufe. Da geht es um die einzelnen Texte in der Bibel. Josef, Ruth, Hiob. Alles sind Einzelpersönlichkeiten, Einzelfiguren, die einen Teil des Ganzen bilden. Josef bildet einen Teil der Geschichte Israels, ebenso auch Ruth. Und wir sollten diese einzelnen Kapitel, diese einzelnen Aussagen nicht aus dem Kontext reißen. Auch nicht jedes Kapitel, nicht jeder Vers in der Bibel enthält eine eigene Moral. Das müssen wir auch sehen, sondern immer im größeren Zusammenhang. So macht Gott Geschichte. Folgende Grundsätze sind zu beachten. Erstens, wenn es um unseren Umgang mit Erzähltexten der Bibel geht. Erstens, die Bibel berichtet von Gottes Geschichte mit der Menschheit. Es geht nicht darum, Menschen als Helden darzustellen. Die Bibel erzählt über Abraham, natürlich Abraham als Glaubensbeispiel, in dem Sinn als Glaubensheld, aber nicht als einen fehlerlosen Menschen. Auch Abraham war fehlerhaft und er wird auch mit seinen Fehlern dargestellt. Auch ein David, ein König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Auch seine Fehler werden schonungslos in der Bibel dargestellt. Und das zeigt, wie realistisch die Bibel damit umgeht. Die Bibel und wie historisch auch die Bibel ist. Dass hier einfach keine großen mythischen Persönlichkeiten dargestellt werden, sondern Menschen, die in einer wirklichen, realen Geschichte leben.
und die Gottes Handeln leben. Um dieses Handeln Gottes geht es. Weiter haben wir es nicht in biblischen Erzähltexten im Normalfall nicht mit direkter Lehre zu tun, sondern mit einer Illustration dessen, was anderswo gelehrt wird. Dann ist auf den Aufbau und die Darstellung zu beachten. Die Bibel berichtet, aber will durch diese Berichte auch etwas über Gott und sein Handeln, seinen Umgang mit den Menschen darstellen. Sie will zeigen, wo Menschen sich verbessern sollten, wo Menschen sich verändern lassen sollten, wo Menschen im Glauben mit Gott leben und wie sie das tun, damit wir etwas von ihnen lernen können. Das nenne ich einmal die erzieherische Absicht der Schreiber. Sie machen auch eine ganz gewisse Auswahl, nehmen eine gewisse Auswahl von Ereignissen heraus und auch die Darstellung ist nicht immer chronologisch, sondern mehr von der Absicht geprägt. Diese geschichtlichen Ereignisse, die dargelegt werden, die können typologische Bedeutung haben. Ein Mose zum Beispiel, der eine geschichtliche Persönlichkeit darstellt, kann ein Typus sein auf Jesus Christus hin. Er weist uns auf den kommenden Messias hin, auch Josef oder Josua durch die Landnahme und so weiter und so fort. Wir sollten allerdings vorsichtig sein mit einer allegorischen Auslegung. Allegorische Auslegung ist quasi eine metaphorische, eine bildliche Auslegung, die dann die eigentliche Wahrheit hinter den Texten sucht. Die typologische Auslegung sucht die Wahrheit in den Texten. Sie geht von ihrer Geschichtlichkeit aus. Die allegorische Auslegung sucht die Wahrheit hinter den Texten. Da spielt es oft überhaupt keine Rolle, ob diese Texte irgendwann sich so ereignet haben, sondern wichtig ist dann die bildliche Bedeutung hinter den Texten. Wir sollten sehr vorsichtig sein, biblische narrative Texte nicht allegorisch auszulegen. Ein Beispiel, wie man biblische Texte allegorisch auslegen kann, ist die Auslegung von Augustinus in Bezug auf das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ich möchte jetzt nicht auf alle Einzelheiten eingehen, aber nur kurz hier zum Beispiel ist Jesus, ist der barmherzige Samariter ein Bild für Jesus, die Herberge ein Bild für die Gemeinde, der Wirt ein Bild für Paulus. Es geht hier in dieser sogenannten Auslegung nur um die Beziehung des Menschen zu Gott, während es in dem Gleichnis primär nicht um die Beziehung des Menschen zu Gott geht, sondern um die Frage, wer ist mein Nächster? Für mich ist das ein trauriges Beispiel, wie wir sehr schnell super fromm biblische Texte über fromm auf Gott und unsere Beziehung zu Gott hin auslegen, aber nicht beachten, dass unsere Beziehung zum Nächsten ebenso wichtig ist. Natürlich grundlegend ist die Beziehung zu Gott, aber die Beziehung zum Nächsten wird durch diese Beziehung zu Gott geprägt. Und wenn wie sie übersehen wird, dann sind wir nicht im Sinn der Bibel geistlich. Das sollten wir uns auf jeden Fall hier sagen lassen. Nun zur Apostelgeschichte des Lukas. Auch die Apostelgeschichte des Lukas will nicht über menschliche Helden berichten, auch wenn hier zuerst mal Petrus im Vordergrund zu stehen scheint und dann Paulus, so geht es doch nicht um menschliche Helden, sondern es geht um das Wirken des Heiligen Geistes. Es geht um das Wirken des auferstandenen Jesus durch die Apostel, wie Apostelgeschichte 1,1 und 2 schon andeutet. Dort heißt nach in meinem ersten Bericht, Protos Logos, schreibt Lukas, Logos im Sinn von Bericht. In meinem ersten Bericht habe ich geschrieben über das, was Jesus angefangen hat zu lehren und zu tun. Und das heißt mit anderen Worten, nun mache ich die Fortsetzung darüber, was der Auferstandene durch seine Apostel vollbracht hat. Es geht um das Wirken des Heiligen Geistes.
wie wir in Apostelgeschichte 1,8 lesen können, wo Jesus sagt, ihr aber werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und werdet meine Zeugen sein und werdet anfangen in Jerusalem, über Judäa und Samaria hinaus bis an das Ende der Erde. Das ist dann auch die Gliederung der Apostelgeschichte. Es geht immer weiter bis nach Rom, zwar nicht bis ans Ende der Erde, aber immerhin bis zur Hauptstadt des Römischen Reiches. Engel spricht in dieser Hinsicht von einer historischen Monographie. Die Apostelgeschichte ist also und will als historischer Bericht verstanden werden. Die Frage ist einfach, inwiefern sie als normatives Modell gleichzeitig verstanden werden will. Ich finde, dass Lukas zwar schon die Absicht hat, auch ein normatives Modell darzulegen, aber dass eher vom Gesamtbild her, nicht so sehr von den einzelnen Aussagen her, sondern vom Gesamtbild. Es gibt auch Aussagen der Apostelgeschichte, die beziehen sich auf einzigartige, einmalige Ereignisse der Vergangenheit. So geschah Pfingsten zum Beispiel einmalig, und was das für den Empfang des Heiligen Geistes und für die sogenannte Geistestaufe bedeutet, wollen wir dann gleich überlegen. Andererseits wollen wir auch überlegen, was die Berichte über die sogenannte Gütergemeinschaft und über das Sprachenreden für uns bedeutet. Zu beachten ist, dass wir in der Apostelgeschichte auch Reden und Lehren und Predigten aufgezeichnet finden von den Aposteln, die durchaus mit direkter Lehre auch gefüllt sind. Ich beziehe mich im Folgenden vor allem nicht auf diese Reden und Lehren, sondern auf die narrativen Texte der Apostelgeschichte. Natürlich sind das auch narrative Berichte über die Lehren und Predigten. Anmerkungen zur Gütergemeinschaft. In dieser Hinsicht ist wichtig, dass wir genau lesen, was denn in der Apostelgeschichte des Lukas steht. In Kapitel 2 wird über die sogenannte Gütergemeinschaft berichtet, wobei jeweils eine Imperfektform erscheint, das heißt im Griechen der durative Aspekt, iterativ genauer genannt, etwas geschieht immer wieder, wiederholt, je nach Bedarf, das ist hier gemeint. Alle, die gläubig geworden waren, aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften wiederholt, je nach Bedarf, die Güter und die Habe und verteilten sie je nach Bedarf, je nachdem, ob einer bedürftig war. Also gesagt wird hier nicht, dass alle alles verkauft haben, was sie hatten, sondern je nach Bedarf hat man einen Teil des Ackers verkauft und das Geld den Aposteln gebracht. Und Gott hat dieses Zeugnis bestätigt, indem er täglich hinzufügt, die gerettet werden sollten. Das ist also wunderbar, das Zeugnis, das Gott hier bewirkt hat. Um es noch kurz zusammenzufassen, gesagt wird, dass jeder nicht individualistisch nur für sich gedacht hat, sondern dass man sich als Teil der Gemeinde Jesu betrachtet hat und die Gemeinde Jesus ein Leib. Man lebt, man ist in dem Sinn eine Lebensgemeinschaft, dass man verantwortlich füreinander, für das Leben des anderen hat und entsprechend auch füreinander sorgt. Ähnlich lesen wir es in Apostelgeschichte 4, Vers 32, die Menge der gläubig gewordenen aber war ein Herz und eine Seele und niemand sagte, dass etwas von seiner Habe ihm gehöre, sondern sie hatten alles gemeinsam. Auch hier nicht gemeint, dass alle alles einfach in einen Topf geworfen haben, denn wir lesen hier weiter, denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, sie verkauften wieder durativ, wiederholt, je nach Bedarf und brachten es wiederholt, den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, auch hier wiederholt, iterativ, so wie einer Bedürfnis hatte.
wenn jemand nicht Bedürfnis hatte, dann hat er nicht bekommen. Und wenn jemand hungrig war, nicht genug zu essen, dann hat er etwas bekommen. Also die Leute haben nicht alle alles verkauft, sonst hätten sie gar nichts mehr gehabt, mit dem sie hätten arbeiten können, sondern sie haben einen Teil verkauft und das Geld dann den Aposteln gebracht, weil sie diesen Teil nicht mehr gebraucht haben. Ein Ausnahmebeispiel ist Josef Barnabas, der später mit Paulus zusammengewirkt hat. Er hat schlagartig alles verkauft. Das sehen wir auch am griechischen Aorist, das ist der punktuelle Aspekt. Er hat alles verkauft, seine ganzen Äcker, alles oder seinen ganzen Acker, alles, was er besaß, und hat alles Geld den Aposteln gebracht. Hananias und Sapphira wollten zwar nicht gleich machen, aber sie wollten die gleiche Anerkennung bekommen wie Barnabas. Und Petrus sagt dann, ihr hättet ja Vollmacht gehabt, damit zu machen, was ihr wollt. Ihr musstet nicht alles verkaufen und ihr hättet nicht lügen sollen deswegen. Das Problem war, sie haben dann gelogen, um die gleiche Anerkennung zu bekommen. Aber Fakt ist, dass Josef Barnabas hier ein einzigartiges Beispiel darstellt für eine Person, die wirklich alles verkauft hat, was er besaß, und alles Geld den Aposteln gebracht hat. Dieses Prinzip, dass es darum geht, nicht einfach alles zu verkaufen und alles der Gemeinde zu geben, sondern einfach, dass man sein Leben teilt, dass man den Bedürftigen Anteil lässt, das finden wir wiederholt in den Paulusbriefen, Galater 6, Vers 10, Römer 12, Vers 13, Epheser 4, Vers 25, um nur ein paar Beispiele zu nennen, dass wir einander besonders mit den Glaubensgeschwistern im Glaubensleben, den Geistlichen, den Christen, den Heiligen, wie Paulus sagt, dass wir ihnen Anteil geben sollen, wenn sie hungrig sind und wir etwas zur Verfügung haben. Dann zum Thema Geistesempfang in der Apostelgeschichte. Ich habe da schon wiederholt gehört, dass gesagt wurde, ja, die Apostelgeschichte lehre, dass es eine Geistestaufe nach der Wiedergeburt, nach dem Geistesempfang gebe. Und dann gibt es demnach zwei Stufen von Christen. Die einen sind in Anführungszeichen nur wiedergeboren und die anderen haben auch die Geistestaufe bekommen. Wichtig ist, dass wir in dieser Hinsicht genau hinschauen, was in der Apostelgeschichte steht, was berichtet wird. Und es wird hier lediglich berichtet. In Apostelgeschichte 8, Vers 14 bis 17 lesen wir, als die Apostel Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes aufgenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Der Ausdruck, dass der Geist auf jemanden fällt, das ist die Parallelseite oder die Querseite zum biblischen Ausdruck, ich werde meinen Geist ausgießen, Joel 3. Und das hat Gott getan am Pfingsten, er hat seinen Heiligen Geist ausgegossen. Mit anderen Worten heißt das, Samaria hat hier zu diesem Zeitpunkt Pfingsten noch nicht erlebt. Sie lebt noch, was den Heiligen Geist betrifft, noch vor Pfingsten. Sie waren an Jesus gläubig geworden, aber waren noch nicht mit dem Heiligen Geist getauft, hatten auch noch nicht ein bisschen Heiligen Geist empfangen, sondern noch keinen Heiligen Geist, waren in dem Sinn noch nicht wiedergeboren. Denn in dem Sinn ist die Wiedergeburt ja erst möglich, wenn man den Heiligen Geist empfängt. Ein weiteres Beispiel ist Apostelgeschichte 19, 1 bis 6. Paulus gelangte auf seiner dritten Missionsreise nach Ephesus. Er kam nach Ephesus
Und dort traf er Jünger des Täufers Johannes. Paulus fragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Sie haben aber noch nie gehört, dass es überhaupt einen Heiligen Geist gegeben hat. Sie sind lediglich auf die Taufe des Johannes getauft. Paulus sagt, Johannes hat zur Umkehr getauft, aber Johannes hat schon gesagt, es kommt einer, der euch mit dem Heiligen Geist taufen werdet. Und das geschah am Pfingsten. Das macht Jesus auch klar, wenn er vor seiner Himmelfahrt sagt, ihr werdet nach wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Bezieht sich also jeweils auf Pfingsten. Diese Jünger des Johannes leben also auch noch vor Pfingsten. Und Paulus tauft sie nun auf den Namen Jesu und legt ihnen die Hände auf und sie empfangen den Heiligen Geist. Das sind Beispiele der Apostelgeschichte, nicht dass Menschen den Heiligen Geist empfangen und später noch eine Geistestaufe, sondern dass sie die Geistestaufe empfangen, indem sie wiedergeboren werden, indem sie den Heiligen Geist empfangen und der Heilige Geist ermöglicht es ihnen, wiedergeboren zu werden durch den Glauben an Jesus. Ähnliches lesen wir Apostelgeschichte 10, das ist sozusagen Pfingsten für die Heiden, Petrus im Haus des Cornelius in Caesarea, als Petrus noch predigte da und die Leute zum Glauben kamen, anhand von dem, was Petrus verkündigt hat, fiel der Heilige Geist auf sie, die das Wort hörten, also vorausgesetzt ist sicher, dass sie es im Glauben auch angenommen haben. Und dann sagen die Juden, die mit Petrus da sind, warum sollten diese nicht getauft werden, die den Heiligen Geist in gleicher Weise empfangen haben wie auch wir? Also ohne Hand auflegen, man kann sagen, ja, ohne nichts quasi. Petrus hat ihnen nicht die Hand aufgelegt, sondern allein durch den Glauben an Jesus haben sie den Heiligen Geist empfangen. Petrus spielt hier jeweils eine Schlüsselrolle. Zuerst haben wir Pfingsten für die Juden in Jerusalem, Apostelgeschichte 2. Dann haben wir Pfingsten für Samaria, Halbjuden, aus jüdischer Sicht quasi ganz Heiden. Auch Petrus und Johannes spielen dort eine Schlüsselrolle. Und dann haben wir Petrus im Haus des Cornelius für Heiden, Pfingsten für Heiden, auch hier spielt Petrus wieder eine Schlüsselrolle. Der Ausdruck Taufe des Heiligen Geistes oder eigentlich genauer Taufe mit dem Heiligen Geist oder durch den Heiligen Geist, dieser Ausdruck bezieht sich im Neuen Testament fast ausschließlich auf Pfingsten. Es gibt eine Ausnahme, das 1. Korinther 12, Vers 13. Dort schreibt Paulus, dass wir alle durch einen Geist in einen Leib hineingetaucht worden sind. Dies geschah, eine Parallele dazu, Römer 6, Vers 3 und 4, das geschah, indem wir in Jesus Christus hineingetaucht worden sind und damit in seinen Tod. Das geschieht durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist führt uns sozusagen nach Golgatha 2000 Jahre zurück, taucht uns dort mit Jesus in den Tod der Sünde gegenüber hinein. Jesus ist für unsere Sünden gestorben und ich werde dort mit Jesus sterbe ich und werde begraben durch die Taufe als Bild. Der alte Mensch wird begraben in der Taufe. Und durch den Glauben an Jesus werde ich aufgrund des Heiligen Geistes wiedergeboren. Damit empfange ich den Heiligen Geist. Das ist für uns, die wir nach Pfingsten leben, die Geistestaufe. Eine andere, zweite Geistestaufe danach kennt das Neue Testament an keiner einzigen Stelle. Vielmehr sagt Paulus, wenn jemand den Geist Christi nicht hat, dann ist er nicht sein, dann ist er nicht Christ. Dann gehört er nicht zu Jesus Christus, dann ist er nicht wiedergeboren. Nur durch den Heiligen Geist können wir wiedergeboren werden, was ja Jesus schon sagt. Und nur so können wir Kinder Gottes werden, die Erben des Himmels sind. Auf der anderen Seite betonen die Apostel im Apostelgeschichte 5, 32, und wir sind Zeugen von diesen Dingen
und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Gehorchen und Glauben gehen im Neuen Testament oder überhaupt in der Bibel Hand in Hand. Man kann nicht glauben und ungehorsam sein. Wer glaubt, ist gehorsam. Und wenn wir an Jesus glauben und ihm folgen, werden wir uns auch dem Heiligen Geist unterordnen. Und dann ist uns die Fülle des Geistes verheißen. Und diese Geistesfülle ist etwas, was uns immer wieder geschenkt wird. Im Gehorsam, wenn wir im Geist wandeln, wie Paulus schreibt, oder wie er im Epheser, also das ist Galater 5, Vers 16 weiter, oder Epheser 5, 18, lasst euch beständig vom Geist erfüllen. Das ist, geschieht durch den Gehorsam dem Geist gegenüber in der Leitung des Heiligen Geistes. Noch zum dritten Punkt kurz, das sogenannte Sprachenreden oder Zungenreden. Manche beziehen sich heute in Bezug auf das Zungenreden auf ihr Verständnis vom 1. Korinther 12 bis 14 im Gegensatz zur Apostelgeschichte, während sie sich in Bezug auf die Geistestaufe reden, auf die Geistestaufe, auf die Apostelgeschichte beziehen, im Gegensatz zu den Paulusbriefen. Wir sollten hier transparent und ehrlich mit unserer eigenen Hermeneutik und Exegese sein. In der Apostelgeschichte in Kapitel 2 lesen wir, wobei in Bezug auf die ganze Thematik zu beachten ist, dass das griechische Wort Glossa sowohl im Sinn von Zunge als auch im Sinn von Sprache gebraucht wird, wie ja in einigen modernen Sprachen, zum Beispiel Englisch, Französisch oder Spanisch, ist auch jeweils das gleiche Wort, das Zunge oder Sprache bedeutet. Apostelgeschichte 2, ab Vers 3 lesen wir, und es erschienen ihnen, den Aposteln, zerteilte Zungen von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Wir können darüber nachdenken, ob es sich um ein Sprach- oder Hörwunder handelt, aber es ist offensichtlich ein Sprachwunder, denn der Heilige Geist gibt jedem Apostel eine Sprache, wie er sich äußern kann, damit das Evangelium in verschiedenen Sprachen verstanden wird. Es sind hier Juden, Proselyten zusammengekommen aus der Diaspora, die nicht alle Hebräisch oder Aramäisch verstehen, sondern sehr unterschiedliche Sprachen verstehen. Und jeder sagt dann, Apostelgeschichte 2, Vers 8, wir hören sie, jeder in unserem eigenen Dialekt hören wir sie, in unserem eigenen, unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind. Also wir sehen, es geht um eine Verkündigung des Evangeliums in den verschiedenen Sprachen. Für mich ist das ein deutlicher Hinweis darauf, dass hier zumindest zeichenhaft die Sprachverwirrung von Babylon überwunden wird und dass Gott zeigen will, dass das Evangelium nicht nur einem Volk mit einer Sprache gehört, sondern in verschiedenen Sprachen verkündigt werden soll. Auch uns, Gott sei Dank, auch wenn wir nicht Hebräisch oder Aramäisch sprechen, dann gilt uns diese Verkündigung. In verschiedenen Sprachen haben auch die Gläubigen im Hause des Cornelius von Caesarea gesprochen und die Juden haben sie offenbar verstanden, denn sie haben gehört, dass sie Gott gelobt haben. Es sind also auch hier offenbar Sprachen gewesen, die verstanden wurden. Und nicht einfach ein unverständliches Lallen in irgendwie in komischen Gebeten oder so, wie das zum Teil in Korinth offensichtlich praktiziert worden ist und auch in antiken Mysterienkulten praktiziert wurde. Noch kurz zum 1. Korintherbrief. Dort schreibt Paulus in Kapitel 12, Vers 10, es spricht er von andersartigen, das zu beachten, Andersartigen, die Sprachen empfangen haben oder Arten oder Familien oder Geschlechter von Sprachen. Und diese Sprachen werden übersetzt. Paulus spricht von der Übersetzung von Sprachen. Damit wird auch angedeutet, dass es darum geht,
in verschiedenen Sprachen zu sprechen und diese Sprachen sollen übersetzt werden, damit schlussendlich alle in der Gemeinde verstehen, worum es geht und dass alle erbaut werden. Paulus geht ja nicht davon aus, dass alle in verschiedenen Sprachen reden können, dass auch nicht alle übersetzen können, aber alle sollen erbaut werden. Ein Missverständnis gab es offensichtlich in Korinth, wie am Anfang von Kapitel 14 deutlich wird, ab Vers 2. Dort haben die Leute scheinbar, wie es scheint, in komischen Lauten gebetet. Wie Paulus das zum Ausdruck bringt, niemand hat zugehört, weil sie auch nicht verstanden haben und dadurch wird niemand erbaut. Das ist aus der Sicht des Paulus sinnlos. Das ist ein sinnloses Plappern, ein barbarisches Plappern. Paulus sagt, wenn das so ist, dann wäre mir der Hörende ein Barbar und ich wäre ihm ein Barbar. Ein Barbar ist einer, der nicht Griechisch versteht, der ungelehrt ist, den man nicht verstehen kann, der einfach vor sich dahin plappert. Und das Wort barbarische Rede wurde in der Antike häufig gebraucht, auch in Bezug auf das sogenannte Zungenreden in den Mysterienkulten, besonders auch im Dionysoskult. Also da sprach man von einer barbarischen Sprache. Es wurde zum großen Teil so gesehen, dass man betet in einer Engelsprache. Also je fremdartiger man spricht, desto mehr ist man in einer göttlichen Sprache oder spricht in einer göttlichen Sprache und desto näher ist man der Gottheit, weil ja man eine göttliche oder eine Engelsprache spricht. Und das scheint in Korinth auch so gewesen zu sein, dass sie da für sich dahin gebetet haben. Paulus sagt, das soll nicht so sein. Wenn man in der Gemeinde ist, dann soll alles zur Erbauung der ganzen Gemeinde dienen. Und im Vers 23 sagt Paulus, denn da wird er besonders deutlich, finde ich, im Kapitel 14, Vers 23 sagt, wenn jetzt ein Ungläubiger, ein Unkundiger, einer, der diese Sprachen nicht versteht, hereinkommen würde, wenn alle denn so komischen lauten Sprachen reden würde, er würde meinen, ihr seid alle wahnsinnig. So der Ausdruck. Und dieser Ausdruck Wahnsinn, das ist typisch für den Dionysus-Kult, für die Mysterienkulte, besonders für Dionysus. Dionysus war der Gott des Wahnsinns, des Rausches. Und Paulus sagt, er würde so eine Person würde doch glauben, er sei in einem Dionysus-Kult gelandet. Und das soll nicht sein. Erst durch die klare Verkündigung des Evangeliums würde er zum Glauben kommen, nicht durch dieses wahnsinnige Reden. Wobei man nach antikem Verständnis zum Beispiel bei Plato den Verstand nicht gebraucht. Während Paulus seinerseits sehr stark betont, schon Vers 20, dass die gläubigen Korinther den Verstand nicht ausschalten sollen, sondern vielmehr einschalten. Da lesen wir im 1. Korinther 14, Vers 20 bis 22, schreibt Paulus, Geschwister, seid nicht Kinder am Verstand. Verstand heißt hier Phren auf Griechisch. Wir kennen diesen Ausdruck von Schizophrenie zum Beispiel, heißt gespaltenes Denken. Dieses Denken ist hier angesprochen, das nicht gespalten werden sein soll, sondern das auch nicht kindisch sein soll, sondern vollkommen sein soll. Wir sollen also unser Denken nicht ausschalten als Gläubige, sondern vielmehr durch den Heiligen Geist erst richtig einschalten. Sondern an der Bosheit seid Unmündige. Am Verstand aber seid Vollkommene, vollkommen im Sinn von Erwachsensein, nicht mehr Unmündige, sondern Mündige, die auch selbstständig unter der Leitung des Heiligen Geistes denken und entsprechend sich auch deutlich äußern. Paulus schreibt weiter, es steht geschrieben im Gesetz, Gesetz ist hier ein Zitat aus Jesaja 28, Vers 11, ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippen Fremder zu diesem Volk reden und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Dieses Volk, damit ist im Kontext von Jesaja 28 Samaria gemeint, die Priester von Samaria, die Leiterschaft von Samaria, die Rauschgetränke genommen haben, die nicht auf Gott gehört haben, die wohl auch in Mysterien Kulten wahrscheinlich zum Teil teilgenommen haben, wahrscheinlich auch in komischen Lauten gesprochen haben
Und diese fremdartige Sprache, das ist die Sprache der Assyrer, das ist die Sprache des Gerichts. Deswegen sagt Gott gleich anschließend im Vers 13, ich will zu ihnen reden, Zavlazav, Zavlazav, Kavlakav, Kavlakav, und sie werden hingehen und rücklings umfassen. Zav, 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 das heißt Gebot auf Gebot, Gebot auf Gebot. Kav heißt Richtschnur, Richtschnur, eigentlich Spannkraft, die Spannkraft auf Spannkraft, Gebot auf Gebot. Ja, das scheint auch so ein Nachtplappern eines Zungenreden zu sein, das im Kontext von Jesaja eine nicht unwesentliche Rolle spielt, auch mit verbunden mit dem Rausch. Die ganze dionysische Sprache, wohl bezogen auf Baal. Baal war ein Vegetationsgott, wie auch Dionysos und wie auch Osiris in Ägypten. Und die Mysterienkulte, die sahen alle überall ähnlich aus. Diese ganze dionysische oder Baalskult-Raussprache beginnt im Buch Jesaja, besonders mit Kapitel 5, ab Vers 1 und dann Vers 12, wo auch die typisch dionysischen Musikinstrumente erwähnt werden. Und das ist dann der Rauschzustand. Und weil Israel nicht auf Gott hören will, spricht Gott eben in komischen Lauten zu ihnen. Aber das hört auf, wenn Israel dann wieder auf Gott hören will, wenn der kommende Welterlöser kommen, erscheinen wird. In Jesaja 33 lesen wir, dass Gott sagt, dann werde ich wieder Klartext zu ihnen reden, da werde ich mit klaren Begriffen zu ihnen reden. Auch Zephania wiederholt das nachher in Kapitel 3 und sagt Gott, dann werde ich mit deutlicher Sprache reden. Und das sind die gleichen Ausdrücke, die Paulus dann auch aufgreift. Nur deutliche Sprache ist wichtig für die Erbauung. Alles andere erbaut nicht und hilft nicht. Nur wenn Leute verstehen, was gesagt wird, können sie erbaut werden. Und das ist, was geschehen soll. Paulus schreibt nun weiter, versteht doch das Sprachenreden in diesem Sinn von Jesaja 28 ist ein Zeichen für die Ungläubigen, nicht für die Gläubigen. Und die Ungläubigen sind hier Menschen, die nicht glauben wollen, die nicht auf Gott hören wollen. Ihnen ein Zeichen des Gerichts. Versteht doch das Sprachenreden in diesem Sinn, wie ihr es zum Teil praktiziert, ist ein Zeichen des Gerichts Gottes, wie es Gott schon durch Jesaja verkündigt hat. So soll es nicht sein. Bei euch soll jeder so verstehen, dass alle erbaut werden und nicht, dass jemand einfach meint, er müsse sich selbst egoistisch verwirklichen. Das geht eh nicht schlussendlich. Wir kommen zum Schluss und wollen das nochmals kurz zusammenfassen. Die Apostelgeschichte will nicht primär lehren, sondern primär berichten, was in der Urgemeinde geschah. Und vieles, was damals geschehen ist, das ist einmalig geschehen. Nicht alles wiederholt sich. Manches ist in gewisser Hinsicht sicher für uns ein Vorbild, ein Typus. Aber Lukas schildert durchaus verschiedene Vorgehensweisen, wie der Heilige Geist empfangen wird, wie die Leute die Taufe empfangen und so weiter. Das alles soll uns gewissermaßen als Vorbild dienen, aber nicht als ein Modell, nach dem es immer geschehen muss. Im 1. Korinther 10 schreibt Paulus in Bezug auf die Wüstenwanderung Israels, dass das alles für uns als Vorbild, Typos, geschehen ist. Und Vers 11, da erscheint der Ausdruck Typikos, sozusagen typisch oder typologisch, dass wir daraus lernen. Paulus macht hier keine typologische Auslegung der Texte, sondern eine typologische Anwendung. Und das ist ganz wichtig für uns, dass wir narrative Texte der Bibel typologisch auf uns anwenden können, weil der Gott der Bibel, der Gott, der damals mit Israel gehandelt hat, immer noch der gleiche ist, auch im Neuen Bund. Er handelt grundsätzlich gleich. Israel lebte damals trotz Erlösung, trotz Manna, trotz Getränk von Gott, trotz Wasser in der Wüste, lebte Israel in der Sünde und wurde dahingestreckt von Gott in ihrer Sünde. Und das ist eine Warnung für die Gläubigen. Sie müssen nicht weinen, nur weil sie die Taufe haben, weil sie das Abendmahl genießen, wird Gott sie verschonen, wenn sie in der Sünde verharren. Also das Gericht Gottes ist immer noch grundsätzlich gleich. Wichtig ist weiter, dass wir in Bezug auf Narrative, also auf den Umgang des Apostels
oder überhaupt in Bezug auf die Frage, wie das Neue Testament das Alte Testament auslegt, typologisch auslegt, dass wir unterscheiden zwischen typologischer Auslegung und typologischer Anwendung. Weil diese Unterscheidung oft zu wenig gemacht wird, haben viele Probleme mit dem Umgang des Apostels oder der Apostel mit dem Alten Testament. Aber sehr oft machen die Apostel nicht eine typologische Auslegung, sondern eine Anwendung, weil sie überzeugt sind, der Gott, der damals gehandelt hat, der ist immer noch der gleiche. Und diese Prinzipien, die durch diese narrativen Texte zum Ausdruck kommen, die gelten zeitlos, sind sie gültig über die Zeiten hinweg, auch für uns zur Ermahnung. Das ist, was Paulus auch in Römer 15, Vers 15 erwähnt. Im 1. Timotheus 1, 9 schreibt er: Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht. Das gilt auch grundsätzlich in Bezug auf narrative Texte der Bibel und speziell auch auf die Apostelgeschichte des Lukas. Die Apostelgeschichte berichtet und wir tun gut daran, sie als Bericht zu lesen und vergleichen dann mit Lehrtexten der Bibel und schauen, wie können wir diese Berichte lehrmäßig einordnen? Wo sind sie uns als Modell gedacht? Wo sind sie uns ein Beispiel, wie wir heute Gemeinde leben können und sollen? Und was die sogenannte Gütergemeinschaft betrifft, da gibt es natürlich auch individuelle Führungen. Der eine wird vielleicht so geführt, dass er alles verkauft und dann dem Herrn dient. Aber wenn das alle Christen täten, wovon sollten sie dann überhaupt noch leben? Dann hätte niemand mehr, dann würden sie nur noch alles verbrauchen und dann hungern. Das ist sicher nicht im Sinn Gottes. Es ist Gottes Wille, dass wir arbeiten, mit unseren Händen arbeiten und so auch den anderen dienen. So dürfen wir viel lernen und es ist wichtig, dass wir diese narrativen Texte, speziell auch die Apostelgeschichte, als Rahmentexte sozusagen sehen für die Lehraussagen der Bibel und als Illustration dessen, was anderswo gelehrt wird. In dem Sinn danke ich ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche weiter Gottes Bewahrung, Gottes Schutz und seine gnädige Führung in allem. Seid der Gnade Gottes anbefohlen.